Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, Leute. Euer Xander ist wieder back am Start. Und willkommen zum zweiten Teil des, ja, Testkampfes, Zwischenkampfes von den Vorstellungs-KIs mit William Wallace Robb Stark gegen Jägerin und Magister. Im ersten Teil findet ihr, wie gesagt, unten verlinkt. Könnt ihr auf meinen Channel schauen. Und das ist jetzt der zweite Teil davon. Und zwar, da werden die letzten drei Karten nochmal getestet. Könnt ihr nochmal sehen, wie sie so spielen. Dann haben wir alle sieben Karten mit einem Team durchgespielt, was ich auch so mit das beste Team fand. Ich würde sagen, ich spoilere das Ergebnis in 3, 2, 1. Ja, 3 zu 1 für das Team Jägerin und Magister. Team Wallace, Robb Stark, hat leider ungünstige Situation gehabt. Ich war mir ziemlich sicher, dass sie die eine Map gewinnen, haben sie nicht gewonnen, dann wäre es ja ein 2-2. Aber wir haben jetzt ja noch drei Maps vor uns und deswegen würde ich sagen, wir labern nicht lange und starten direkt los. So. Ich habe erstmal Wallace hier anders gestellt, gegenüber vom Magister Operis, und hier haben wir die Jägerin. Ich glaube, die Jägerin ist wieder natürlich so weit vorne, die wird immer zuerst getargetet werden bei Closes, also ein 2 gegen 1 natürlich. Und ja, gucken wir uns die Map, was haben wir hier? Hainon an von Prinz Pilafeder. Auch die Map ist brutalst wenig ausgestattet bei Stein. Sage und schreibe, ein eigener Steinbruch. Und das ist der. Das war's. Drei Umkämpfte, das sind die hier. Und 15 eigene Eisenminen, also sehr, sehr eisenlastig. Plus 4 Umkämpfte, sehr gute bis moderat effizient. Also sehr schnelle, sehr, sehr nah dran. Ich vermute, es sind diese hier gemeint, die sehr, sehr schnell sind. Und ja, Jägerin baut sich hier schon fleißig auf. Es kommt noch Robb Stark dazu mit seinem Steinbruch. Sehr wenige Rehe. Hat 5 Pechgruben zwischen den Farmen, ca. 19 Farmen mit moderater Sicherheiten für die KIs. Anfangs wenig, dafür längerfristig Waldbestand. Also denk mal, der Wald geht weiter nach vorne durch die ganzen Baumspreader. Das heißt, Baumstelle, die ganzen Bäume hier, die wachsen ja auch. Und jetzt hast du hier in der Mitte nicht so viel Wald oder so. Ein bisschen hast du natürlich immer, aber jetzt nicht so viel, dass man sagen kann, oh krass, heftig. Da kommen schon die ersten Raids von William Wallace an gegen Magister Operis, der natürlich am Anfang super schwächelt gegen Early-Truppen in jeglicher Form. Das ist halt überhaupt nicht seins. Und was haben wir noch? Ja, freie Kampfläge für guten Support. Offensive Belagerungsgeräte können sehr gut gesetzt werden. Hier alles frei. Also Belagerungsräte sollten hier gar kein Problem haben. So, ich kann nicht sagen, wer hier gewinnen wird. Ich denke mal, dass hier Wallace hier einen großen Vorteil haben wird, weil er sehr günstige Truppen einsetzt und sehr schnell ins Spiel reinkommt. Soll das Stonehenge sein? Keine Ahnung. Kann sogar gut sein. Ich weiß es nicht. ja, ich glaube, dass hier er ziemliche Probleme haben wird. Sie denke ich auch. Und er denke ich auch. Also, bis auf William Wallace, denke ich, werden alle drei hier ziemlich strugglen. Obwohl sie hat doch einiges am Farmland. Er nicht so viel. Dafür hat er hier gutes Farmland. Erster Angriff hier gegen die Jägerin. Oh, 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 oh. Wie weit durchkommt sie denn jetzt? Verdammt. GG. Das heißt verdammt. GG. Idiot. Ich wollte dir gerade ein Freundschaftsangebot unterbreiten. Und damit wird wahrscheinlich der hier nur Formsache sein. Eine Nachricht von Braveheart. GG. Hat er gut gemacht. Auch da sieht man halt Early KIs, die günstige oder sehr kleine Burgen haben, die sehr günstig sind. Soll man es nennen, haben bei solchen Maps natürlich den Vorteil, das muss ich ein bisschen langsamer machen, um ein bisschen Zeit zu strecken. Ich meine, ihr wollt auch ein bisschen was sehen. Erst war ich auch so schnell gemacht, weil es war einfach schon ein bisschen lang, das Video. Knapp 40 Minuten oder so. Ich glaube, bei mir auch eine Aufnahme dran. Ja, ich glaube, der Sieg wird auch wieder eine Formsache sein. Der Magister ist gar nicht gut drin. Und ihr seht schon, wie nah er vorgerückt ist. Oh mein Gott, fast vor der Haustür mit seiner Farm. Krasser Typ. Also da ist hier William Wallace echt gut dabei. Das heißt, es wird dann wahrscheinlich ein 3-2. Aber ihr seht schon hier, der hat echte Probleme mit Robb Stark. Guck mal, er kommt gar nicht rein. Sehr, sehr, sehr langsam. Da macht William Wallace einfach den Alleingang, würde ich sagen. Fast schon. Und ich denke mal, der Sieg wird, wie beim letzten Mal schon, nur Formsache sein.
Ich glaube nicht, dass Magister sich in irgendeiner Art und Weise behaupten kann. Die Kompetenz schreibe ich ihm nicht zu, nicht beim 2 gegen 1. Ja, es ist schwierig, das zu ranken. Ich sage euch das. Die KIs sind hier echt deutlich diverser. Und ich meine, wir haben ja auch deswegen diese 6 Runden auch gemacht, damit die Teams einigermaßen fair sind. Was? Was? GG. Übrigens, die Sprache von Magister Operis ist sehr leise. Nachricht von Magister Operis. Meine Zeit vergeht, aber mein Wissen und mein Wirken werden Bestand haben. Sehr gut. Ja, William Wallace durchrasiert. Ich würde sagen, Robb Stark hier nicht gut gewesen. Jägerin und Magister Operis auch nicht gerade die Traummap gewesen. Da merkt ihr schon die Unterschiede. Da sind 3-2. Spannend. Ja, würde ich sagen. Nächste Map ist Lost Paradise. Boah, wie soll man das denn jetzt machen? Kein Plan, wie ich da die KIs jetzt hinstellen soll. Ich würde sagen, wir geben mal William Wallace und Robb Stark jetzt die linke Seite und das denke ich nur fair. Puh, jetzt wird eh wieder vorne stehen, das ist ganz klar. Ich würde sagen, William Wallace schicken wir auch nach vorne. Mit der sich halt länger aufbauen kann. Dann stirbt der vielleicht beim ersten Angriff sogar schon. Oder geben wir ihn safe, keine Ahnung. Ich weiß es gerade nicht, wie würde man das Border machen. Ich würde jetzt einfach sagen, ich habe jetzt schick William Wallace nach vorne. Und deswegen würde ich sagen, los geht's. Schicke Map von Krari Lotus. Eine, ja, guckt euch mal die Map an. Wir werden überfallen. Guck mal, wie viel Arbeit das ist, das so zu bauen. Nein, Leute, es gibt diese Dinger nicht einfach so im Editor. Die kann man nicht einfach so platzieren. Das musst du einzeln wirklich kaputt machen. Das heißt, du baust mit einem Spieler, in dem Fall jetzt diesen grünen Spieler, einfach diese ganzen Ruinen hin. Und da musst du mit Schwertkämpfern und Belagerungskräten das so kaputt machen, dass der halt dann so aussieht. Oder das Haus, die Ruinen kannst du so hinsetzen, das geht. Aber diese kaputten Ruinen kann man nicht machen. Es sieht halt aus, als ob hier richtig ein Krieg gewütet hat. Also richtig schlimm. Auch hier das ganz cool gemacht mit dem Torus hier. Kannst du hochgehen, hier ist dann direkt die ganzen Sachen. Also, ich will mich jetzt ein bisschen aus Fenstern, aber ich finde Lost Paradise ist mit die, aus meiner Sicht, schönste Map, die ich, ja, vielleicht sogar wirklich seit langem gesehen habe. Ist wirklich eine sehr schöne Map. Also, gefällt mir richtig, richtig toll. Ich finde diese Ruinenstadt einfach cool. Ich finde das so cool, auch mit dieser Brücke. Es ist einfach, hat sehr viel Flair, es sieht einfach gut aus. Ich bin sehr zufrieden. Oh, hier dein Assassine mal wieder. Alter. Sehr, sehr gut gewesen. Aber gehen wir jetzt mal ein bisschen auf die Map ein. 3 eigene Steinbrüche plus 5 umkämpfte. Sind die eigenen Steinbrüche denn? Hier unten ist einer. Hier unten ist einer. Und irgendwo muss noch einer sein. Ja, hier ist vielleicht noch einer. Vielleicht ist das die 3. 9 Pechgruben umkämpft. Das ist wahrscheinlich in der Mitte. Gehe ich mal von aus. Hier unten ist auch noch ein bisschen was. Das würde ich sagen, ist nicht ganz so umkämpft. Das ist ziemlich safe. Was hast du noch? Circa 43 Farmen. Davon ist ein Drittel sicher. Also ungefähr ein Drittel Farmen sicher. Also nur diese hier zum Beispiel. Auch hier muss man überlegen, opfer ich diese Farm mit der Burg. Ja gut, die Burg könnt ihr nicht mehr ändern. Aber trotzdem, das ist so die Überlegung, wenn man auf dieser Map spielt. Und ich habe natürlich auch sehr viel Map, die ich... Ja, sehr viele Farmen, die hier... Wo ich würde sagen, hier ist auch noch relativ safe. Also... Vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht die Hälfte knapp. Jetzt weiß man nicht so ganz genau, was die Leute hinschreiben mit sicher. Also für mich ist das hier hinten auch sicher. So, natürlich hast du die Borg nicht, aber da kommt ja keiner ran. Da kommt ja keiner hin. Deswegen weiß ich immer nicht so ganz genau, was die damit sagen möchten. Auch hier hinten ist es ziemlich sicher. Jetzt kommt Angriff hier von William Wallace gegenüber die Jägerin. Ist ja immer die Frage, kommt der, wie gut ist der erste Angriff? Für seinen Jäger ist okay aufgestellt. Oh ja, hat nicht gereicht. Krass. Ja, wird das ein 3-3? Eine Botschaft, Herr. Du Idiot. Ich wollte dir gerade ein Freundschaftsangebot unterbreiten. Wird das wirklich jetzt ein 3-3? Ja, es wird wahrscheinlich. Es ist ein 3-3. Krass. Eine Nachricht von Braveheart. GG, Braveheart. Oh Mann, ey. Ja.
Sehr schicke Map, immer noch. Dabei bleibe ich. Kannst du was machen, Magister Operis? Denn der kommt nicht rein. Der braucht Ewigkeiten, bis der reinkommt, der Robb Stark. Und ich glaube, 1 gegen 1 ist Magister Operis, denke ich, besser als William Wallace. Wenn er ausgebaut ist, natürlich. Ne? Ist ja meine Frage, kommt er überhaupt in dieses Stadion her, dass er ausgebaut ist? Guck mal, diese schicken Laufwege über die Täuser hinweg. Über diese kleinen geheimen Wege. Das ist schon echt ganz geil gemacht. Also das muss ich mir gerade loslassen. Das haben die echt schick gemacht. Und das gibt, glaube ich, jetzt William Wallace sogar. Ich glaube, das gibt sogar ihm. Genau, du kannst das Tor hier einnehmen. Und kannst hier auch wieder bestimmen, ob du es öffnest oder zumachst. Wenn ja eine Truppe durchläuft. Oh, hier kommen ein paar Blauensgitter vom Magister hier. Spannend. So ein bisschen rumballern wollen. Ja, der Magister muss so langsam aus dem Knick rauskommen. Im 1 gegen 1, wüsste jetzt nicht Robb Stark oder Magister Operis? Keine Ahnung. Ist, glaube ich, schwer einzuschätzen. Sehr langsames Spiel. Sehr slow. Bis auf William Wallace. Den juckt das gar nicht. Wo läuft ihr denn ganz hin? Wo wollt ihr denn ganz hin? Ach so, da ist was offen. Ja, moin. Das ist offen. Wahrscheinlich ein Turm fehlt, ne? Kriegt den Angriff sogar noch einigermaßen abgewehrt. Ja. Die liefen da ganz aus rum, weil das Ding offen war. Cool. Ja, gut Druck hier von William Wallace. Auch die zwei Ramböcke sehr schlau, sehr früh, um Druck zu machen, Häuser einzureißen oder eben Türme einzureißen. Das macht einfach Sinn. Warum die jetzt erst kommen, ist mir auch ein Rätsel. KI, was soll man dazu sagen? Keine Ahnung. Jetzt kommt auch schon Robb Stark. Das ist natürlich... ich hätte gedacht, der war noch einen Tick länger, aber wir haben jetzt ja auch schon 87 und der wird ja auch komplett in Ruhe gelassen, der gute Boy. Natürlich auch irgendwo ein Argument. Ja, Leiternträger natürlich auch eine Schwäche vom Magister, kann einfach hier hochlaufen und drauf ist es, ähnlich wie beim Kirito, hier deutlich noch eine größere Schwäche, würde ich meinen. Aber der Turm steht, nice. Uff. Ah, krass. Hill-Bonus. Ah, krass. Ah, krass. Einheiten auf dem Hill sind so viel stärker als Einheiten unten. Guck das an. Guck das an. Also wirklich, Hill-Bonus ist schon krass. Da musst du sehr hohes Investment aufbringen, um die dann wegzukriegen. Wie lange die ausharren. Krass, hätte ich gedacht. Das ist echt krass. Guter Trade vom William Wallace. Ja, ich glaube, auch dieser Sieg ist ziemlich klar auf, ja, auf der Hand, wer gewinnen wird. Ja. Zeit für Notfallplan. GG. Oh, wow. Meine Zeit vergeht, aber mein Wissen und mein Wirken werden Bestand haben. Tja, Leute, 3-3. Das könnte jetzt ein Finalmatch. Es ist ein Finalmatch, Leute. So könnte das Finale aussehen. Wir haben halt echt eine Teamkonstellation, wo es ziemlich ausgeglichen ist. Natürlich ist William Wallace einer, der durchrasiert. Das werdet ihr beim echten Turnier auch sehen. Es gibt KIs wie die Blutrabe oder auch, wen haben wir noch? Den Farmflüchtling, der in gewissen Maps einfach durchrasieren wird. 100%. Das werdet ihr auch erleben im Turnier. Ich wüsste jetzt aber auch nicht, welche Maps. Keine Ahnung. Krass, also am Anfang dachte ich so, die Jägerin und Magister rasieren ja einmal durch. Dann, jetzt kommt der Switch, jetzt kommt die alles entscheidende Map. Ich würde sagen, wir geben wieder die andere Seite, die linke Seite, obwohl jetzt ist es auch ziemlich ausgeglichen. Boah, wie würde ich jetzt die KIs stationieren? Ich weiß es nicht. Würde ich wirklich die Jägerin da vorne packen, ist die Frage, jetzt im letzten entscheidenden Spiel. Also, du würdest es so machen, zum Beispiel.
Ist ja nur ein Beispiel. Ehrlich gesagt, wir machen es einfach. Einfach let's go. Wir machen es einfach. Links kriegen Grobstock und ja, macht's anders. Nein, wir tauschen ganz kurz die Seiten. Die kriegen auf jeden Fall die Seite, weil eben William Wallace so ein kranker Typ ist. Ich habe krasses Respekt vor denen, also Teamkämpfe, krasser Typ. So, ich würde sagen, das alles entscheidende Spiel, 3-3. Oh Mann, wer wird's gewinnen? Ich weiß es nicht. Ich gönn's beiden Teams. Los geht's. Wieder so ganz weit nach vorne platziert, natürlich sehr gut für diese Eco hier. Oh, Mesopotamien. Axelstes Map. Wir werden überfallen. Eine extrem schöne Map. Guckt euch mal an, wie die ganzen Wasser hier gezogen sind. Also, ja, Lost Paradise bleibt bei mir Favorite. Da kommt nichts dran vorbei. Aber auch diese Map, da ist sehr viel Liebe, sehr viel Arbeit reingesteckt worden. Weil das kannst du nicht einfach so bauen. Das sieht halt wirklich krass aus. Meine einzige Sorge ist nur, und das weiß ich nicht, können die Belagerungsgeräte aufstehen? Können sie aufgestellt werden? Oder können sie es nicht? Weiß ich nicht. Und ich weiß jetzt nicht, wer hier besser im Saft steht. Ist sehr ressourcenarm, sieht das nämlich aus. Können wir uns, Leute, in zwei eigene Steinbrüche plus einem kämpfen, also nur drei, das ist halt echt wenig. 8 eigene Eisenminen plus 5 umkämpfte. 15 Pechgruben umkämpft, ca. 45 waren halb sicher, halb umkämpft, viele Bäume, mittelmäßige Langlebigkeit, viele Rehe, closes Fokus, 2 gegen 1 auf Position 1, also diese Position, beziehungsweise auch diese Position. Die Frage ist, wie kommt William Wallace rein? Ich sehe jetzt sogar, dass der Magister etwas besser reinkommt von der Truppenanzahl her, aber ich sehe doch hier gar nicht so viel Truppen. Oder ist es nur die Angriffstruppen? Wahrscheinlich. Boah. Was ein Kampf, Leute. Ich bin leicht aufgeregt. Also, ich hätte nicht gedacht, dass sich das bis zum bitteren Ende sich hinauszögert. Krass. Einfach nur krass. Ja, Wobstark hier braucht natürlich wieder Ewigkeiten. Er ist hier der spannende Part. Wie weit kommt er? Wie schnell rekrutiert er? Und wie schnell kann sie sich verteidigen? Das sind hier die entscheidenden Fragen. Auch weitläufig hier den Web. Auch sehr viel, sehr weite Wege. Guck mal, wie weit die laufen müssen, um hier Steine abzuliefern. Magister Operis, kein einziger Steinbruch. Wir wussten, der eine umkämpfte. Ist es der? Es müsste der sein, ja. Beide platziert von William Wallace und Robb Stark. Aber wir wissen ja beide, wenn Jägerin einmal steht, dann hält sie auch niemand mehr auf. Dafür können die nichts machen mit Jägern. Sie macht hier ganz gut Druck gegenüber die Bogenschützen von Robb Stark. Er macht hier gar nichts. Magister. Ein paar Fights hier. Abgeschossen, also hier. Die Frage ist jetzt, wie stark wird der Angriff sein? Boah, Mann. Das ist echt hart, Leute. Wow. Fühlt sich fast an wie ein Finalspiel. Ernsthaft jetzt, ne? Ist krass. Hätte ich nicht gedacht. Nice. Okay, Angriff kommt. Angriff kommt. Ganz viele Speerträger hier im Passesin. Worauf gehen sie jetzt? Auf wen gehen sie denn jetzt? Gehen sie auf Magister? Habe ich das verwechselt? Oh fuck. Ich hab's verwechselt. Ich dachte, die gehen auf die Jägerin. Okay, doch nicht. Hä? Was macht ihr denn jetzt? Wo geht ihr denn jetzt? Oh verdammt. Die Tür ist ins Gesetz worden. Es kommt ein kleiner Teil durch. Es reicht nicht. Oh, das kann wirklich spannend gespielt werden. Mesopotamien. Wow. Trotzdem Steinbruch immer noch in den Seiten von William Wallace und Robb Stark. Hier ganz entscheidend, weil du hast nur 3 Steinbrüche. Beide extra Steinbrüche wurden geclaimed. Richtig, richtig strong. Magister hier auch ziemlich unter Probleme.
kriegt hier hatte gar keinen Stein. Das ist halt bei ihm echt ein Problem. Da fallen sie natürlich beide. Kämpfe hier. Boah, die Map ist echt ressourcenarm. Ganz viel, ganz wenig Stein, wirklich ganz wenig Stein. Hat er denn hier wegen ein paar Pechbuben? Magister, okay, Magister wegen ein paar Pechbuben, das ist schon mal okay. Bisschen Eisen. Vom Weg kommt jetzt der zweite Angriff. Wir greifen jetzt an! Ich sehe keinen Angriff! Magister, glaube ich, angegriffen. Ja, hier. Gegenüber Wallace. Boah, die KIs, die sind echt am Limit. Das ist wirklich krass. Guck mal das an. Die sind halt echt am Limit. Denen geht's nicht gut. Selbst der. Also William Wallace ist noch okay aufgestellt, aber als er hat Probleme. Hätte ich nicht gedacht. Er so oder so. Sie ist einigermaßen so langsam aufgestellt. Guck mal an, die steht so langsam. Aber er hier. Er ist halt fast tot. Gefühlt. Sehr, sehr, sehr langsames Aufbauen. Das ist ja noch krasser als bei anderen Maps hier. Okay, angefordert, Superin abgewehrt. Letztes Spiel hier auf Mesopotamien. Schick hier mit den Baumeistern. Finde ich cool. Habe ich auch mal meinen Friedrich eingebaut. Das finde ich immer ganz schick. Ist das der Angriff? Auf wen gehst du denn jetzt? Gehst du wieder auf sie? Warum geht er nicht auf ihn? Ich raff das nicht. Wäre er auf Magister gegangen, der Magister wäre tot gewesen. Der hat ja nichts. Der hat nichts gestehen. Vielleicht doch sinnvoll, hier die Jägerin nach vorne gestellt zu haben. Nee, Wallace auch. Guck mal hier, die beiden wären schon lange tot gewesen. Also hier Warp Stark und Magister kommen beide halt nicht ins Spiel rein. Es geht ja ausschließlich darum. Wer besiegt wen? Besiegt die Jägerin ihn hier? Oder besiegt er die Jägerin? Lucky Timing halt. Darum geht's gerade. Das ist halt das Entscheidendste. Ja, echt krass. Oh. Hätte ich nicht gedacht. Das ist jetzt noch so krass entwickelt. Krass. Er fängt es Turm her, er kriegt Frost und seinen Stein hier bekommen. Hast du das alles gekauft? Hat er sich das alles gekauft? Muss er ja, der keinen Stein bekommen. Er muss ja das gekauft haben. Krass. Jäger greift an. Erster Angriff hier. Gegenüber. Hier stellt er sie auf. Warum stellst du sie denn hier auf? Hä? Was machst du denn? Warte mal. Oh nein, das ist Lucky Timing. Oh oh. Ich dachte jetzt schon. Oh, er brennt. Okay. Überall Angriffe. Angriff vom Magister hier auf Wallace. Wallace greift die Jägerin an. Sie nicht so gut. Im Saft hat wenig Truppen. Hat aber viele Mörderlöcher gehabt. Sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Ich dachte jetzt schon, dass es auch. Ich dachte schon, die Jäger macht es jetzt. Ich war mir so sicher. Weil sie halt auch einigermaßen ausgebaut war. Ich wollte dir gerade ein Freundschaftsangebot unterbreiten. Tja. Einmal komplett gedreht. Für Schottland! Für Schottland! Krass. Krass. Wirklich krass. Also, es hätte genauso auf der anderen Seite ausgehen können. Ich dachte, die Jägerin hat so viele Bogenschützen jetzt, dass es dann halt ausreicht. Aber Lucky Timing hat halt ausgezahlt und sie hat irgendwie nicht so richtig viel gemacht. Die hat sich halt richtig lang gesammelt. Bisschen schade eigentlich. Ja. Aber so ist das Leben halt, ne? Ich glaube, jetzt gegen Magister hat er, glaube ich, sehr einfache Karten. Ich meine, guck mal den Typ an, der ist halt ziemlich down. Der hat gar nichts.
Und da, günstige KIs haben halt auch seine Vorteile. Nur das bei solchen Maps. Deswegen, die Map-Auswahl ist wichtig, achtet drauf, was ihr da auswählt. Und dann passt das schon. Alle diese Karawane an Truppen, das ist jetzt schon so viel. Alter, jetzt schon viele Truppen, ja moin, Rudi. Krasser Typ. Sehr günstig. Sehr strong. Ah, es sind aber zu viele. Es sind aber zu viele. Sie rennen durch. Hat er wenigstens eine Pechgrube? Eine Pechkipper? Ne, ich glaube noch nicht, ne? Bin ja nicht. Ja, GG. Die Assassinen machen's. Meine Zeit vergeht, aber mein Wissen und mein Wirken werden Bestand haben. Ah, nice. Ja, das war das Finale. Also, ich habe mal alle 7 Maps gesehen. Krass, dass William Wallace und Robb Stark das noch komplett drehen. Robb Stark ist tot gewesen. Guck mal hier, der hat nichts gerissen. Gar nichts. Er hat einen Angriff rausgehauen. Und war es das halt. Der war halt gar nicht existent. Er hat einfach überlebt. Ich glaube, wir haben wenigstens Truppen verloren. Ja, genau. Krass. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt gerne Meinung dazu. Waren die Teams fair? Ich hoffe mal ja. Und ihr seht, dass Maps einen unfassbar wichtigen Faktor haben. Wir haben jetzt ein 3-4. Sehr, sehr ausgeglichen. Statistik. Klar, William Wallace ist... Also es ging eigentlich nur um Jägerin oder William Wallace. Magister war halt eher dazu gedichtet und Robb Stark halt auch. Dass es halt ungefähr ausgeglichen wird. Denn die anderen KIs, ich sag's euch, ist noch schlimmer. Noch viel, viel schlimmer. Und ich wollte jetzt nicht unsere KIs wie Kirito und Sabine nehmen, sondern wirklich die Vorstellungs-KIs von den Leuten, die sie auch erstellt haben. Das war mir schon sehr wichtig. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, hat euch Spaß gemacht. Lasst gerne Meinung und Kommentar da. Und wenn ihr wollt, auch gerne ein Abo. Freue mich. Xander Road to 1000. Mal sehen, wann ich das erreichen werde. Irgendwann, hoffentlich. Und ja, in diesem Sinne, euer Xander ist raus. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen guten Morgen und Mittag und Abend, Leute. Würde ich sagen, bis dann und ciao.